macht aber nichts. Wir werden hier trotzdem einen wunderschönen Abend haben zusammen. Mhm. Würde ich auf jeden Fall sagen. Jetzt sehe ich, dass der Chat gerade Pause macht. Die Technik ist ja immer noch nicht so. Jetzt geht's weiter. Da ist der Chat wieder. Sehr gut. Moin aus Rübennasen, schreibt einer. Oder ihr Rübennasen. Naja, was mit Streichwurst, Winston the Best. Ja. Yes, you know it. Sehr gut. Mr. Tower. Kalispera, Jungs. Kalispera. Kalispera, Kalispera. Huhu aus Husum, VfL Bochum, Winston Herzchen, wow. Jan Tower Herzchen, ulala. Wie gesagt, diese persönlichen Nachrichten sind immer toll. Ja. Yeah. Hallo Marita. Wie kriege ich neue Rettungsringe, hat jemand gefragt. Man kann die im Shop kaufen. Manchmal haben wir die auch als Preispott. Und bei Instagram haben wir manchmal auch Verlosungen. Genau, morgen haben wir doch Rettungsringe im Preispott. Mhm, glaube ich schon. Heute gibt es Kohle, morgen Rettungsringe. Also morgen mitspielen wieder. Nice, da ist übrigens auch die Lucy da, die hat ihre erste Sendung morgen. Das wird spannend. Also, die hat ja ein kleines Debüt letzte Woche. Ja, aber da war sie ja mit Annika quasi zusammen. Morgen ist ihr Debüt allein. Also nicht alleine, aber halt, ja, sie macht das schon selber. Genau. Bin neu hier, schreibt jemand. Ja, herzlich willkommen. Ich erkläre dir die Regeln gleich. Mhm. Grüßt mich mal bitte, schreibt Horst Dier. Das habe ich auch noch gerade gelesen. Anne grüßt aus Dresden, da grüße ich zurück. Yep, FC Augsburg. Guten Tag, schreibt einer. So sieht's aus, Freunde. Aber es ist an der Zeit. Herzlich willkommen, meine Gäste, meine Spielerinnen und Spieler. Es ist Zeit für Quizduell Live. Mein Name ist Jan Tower, der Moderator für diesen Abend. Und mit mir dabei der Winston, den ihr schon gefeiert habt im Chat. Hallo, hallo, Leute. Geht's gut, Winston? Mir geht's gut. Sehr gut. Alles super. Sehr gut. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, heute haben wir 12 Fragen und es gibt nur 2 Antwortmöglichkeiten zu jeder Frage, richtig oder falsch. Das heißt, ich werde Aussagen machen und ihr müsst sagen, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Bis Frage 7, na klar, könnt ihr euren Rettungsring benutzen. Wenn ihr sie nicht wisst, ab Frage 8 seid ihr auf euch allein gestellt. Yep. Und Instagram, folgt uns da, liebe Leute, weil da werde ich, ich glaube, morgen werde ich ein paar Tipps wieder raushauen. Quizduell Official heißt man da. Ihr könnt aber auch uns anklicken, wenn ihr rausfliegt oder am Ende des Quizzes, dann machen wir euch den Instagram-Link rein. Winston, was ist im Pott heute? Was haben wir heute im Pott? Wir schauen mal nach. Uiuiuiui. 250 Euro. Nicht schlecht, nicht und schlecht. Wo wir gerade von Kohle reden, Winston, was ist denn am Montag? Ich will das schon mal erzählen. Montag geht es richtig ab. Da haben wir nämlich Monatsfinale. Fragen rund um letzten Monat. Montag 2015 und 1000 Euro im Preisbot am Montag. Leute, da kann es richtig scheppern. Wirklich. Also strengt euch an, konzentriert euch, spielt jeden Tag mit, damit ihr so viele Fragen wie möglich mitbekommt und dann 1000 Euro am Montag. Und wo wir gerade von viel Geld reden, Winston, hast du ja was noch dabei? An euch, weil wir haben ab heute über 2000 Euro an die Wildlife Conservation Society gespendet. Super, Leute, super. Zusammen machen wir den Unterschied. 2000 Euro haben wir schon gespendet zusammen. Spendet fleißig weiter, das macht Sinn. Wir helfen der Umwelt und zusammen machen wir wirklich einen Unterschied. Und ich sehe schon, wow, wir sind 15.400 Leute. 2000 Euro für mich, 2000 Euro für wilde Tiere und wildes Leben. Mhm. Winston ist dunkel, schreibt. Ja, die Kamera, die müssen wir nochmal richtig einstellen. Das neue wir Kamera. So ist es manchmal. Das werden wir aber besorgen. Jetzt sehen wir, seht ihr schon, ich verabschiede mich in den Grün. Ne, wir machen so. Grün oder Rot. Rot. Ach, egal. So, wir legen los. Richtig oder falsch, Quiz. Viel Glück, Leute. 250 Euro. Schnappt euch die Kohle. Frage 1, die kommt hier. Bananensplit ist ein Nachtisch. Ist das richtig oder falsch? So sieht's nämlich aus. Bananensplit, das ist ja, ich glaube, Vanilleeis, Bananeneis. Schlagsahne, eine Banane und Schokolade, Winston. Genau, Schokolade, ne? Ja, und das ist natürlich süß und das isst man natürlich als Nachtisch. Und das wussten 15.705 Leute. 16.100 sind heute dabei. Klasse. Das freut mich, dass so viele dabei sind an diesem Mittwochabend. Ich mag Eis, schreibt einer. Ihr könnt ja mal eure Lieblings-Eissorten im Chat schreiben, wenn ihr wollt. Mein Lieblings-Eis ist das Spaghetti-Eis. Frage 2. Das könnt ihr, glaube ich, auch. Papier gewinnt gegen Schere in Schere, Stein, Papier. Ist das richtig oder ist das falsch? Ja. So sieht es aus, Freunde. Wir wissen ja, Stein schlägt Schere, aber Stein verliert gegen Papier und Papier verliert gegen Schere. Deshalb ist die Aussage falsch und das wussten 15.000 Leute.
Ist viel zu einfach, viel zu einfach. Aber es wird noch ein bisschen schwieriger. Ja, nicht? Es wird noch schwieriger. Keine Sorge, Brunnen nimmt man nicht. Da hat jemand Brunnen geschrieben. Nee, das gibt es gar nicht. Es gibt nur Stereoschein und Papier. Frage 3, Konzentration. Thomas Gottschalk ist älter als Heidi Klum. Ist das richtig oder ist das falsch? Muss man kurz überlegen, wie alt sind denn die beiden? Und Vince, du kannst mal aufwählen, wie alt sind die beiden denn eigentlich? Ja, der Gottschalk ist ganze 71 Jahre alt, wow. Denkt man nicht, ne? Nee. Und die Heidi Klum, die ist nur 48 Jahre alt. Oh, Gottschalk macht ja bald wieder Wetten, das 2 Sendungen, glaube ich, hat er bekommen. Und die Aussage ist hier richtig und das wussten 15.000 Leute fast sehr gut. Weiter geht's mit der 4. Frage. Was sagt denn der Chat so lang? Heidi Klum ist 90. Nee, das ist sie nicht. Einige haben es gedacht, aber ist sie wirklich nicht. Ihr Verrückten. Ja, klar. Frage 4. Konzentration. Portugal liegt am Atlantik. Das ist richtig oder das ist falsch? Und wenn ich jetzt an die Frage denke, ich glaube, da kann Winston was zu sagen, oder nicht? Ich war ja letztens da. Ich war ein paar Wochen hier in Lissabon. Ich kann mal verraten, es war ziemlich warm für Januar, es war um die 15 Grad. Okay. Und ich glaube, es liegt daran, dass Portugal liegt ja an der Atlantik. Richtig, deshalb ist die Aussage auch richtig. Und das wussten, da haben wir einige verloren, 12.500. Immerhin Rettungsring, Freunde, wenn ihr da falsch gedrückt habt, bitte. Was sagt der Chat? Bug Mittelmeer. Naja. Aussage Nummer 5. Bob Marley hat einen Nobelpreis gewonnen. Ist das richtig oder ist das falsch? Bob Marley, ihr wisst ja, der Reggae-Sänger. Super Lieder gemacht. Gute Musik. Aber meint ihr, es hat für einen Nobelpreis gereicht? Das glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Und deshalb ist das auch falsch. Hat er nämlich nicht... Aussage ist falsch und das wussten 10.000 und ein paar haben gedacht, der hat es nicht geschafft. 10.500 wussten das. Ich habe aber ein paar Mal im Chat gesehen, dass Bob Dylan hat ja den Nobelpreis in Literatur gewonnen, 2014. Ui. Das stimmt ja. Wow. Oder ob es 2016 war. Das war aber nicht gefragt. Weiter geht's zur 6. Frage, die wird schwieriger. Viel Glück. Das Christentum ist die weltgrößte Religion. Ist das richtig oder ist das falsch? Ja, ich kann mal die Top 5 der Religionen quasi sehen, der Anhänger. Judentum hat ca. 15 Millionen Anhänger. Buddhismus hat ca. 460 Millionen Anhänger. Hinduismus 940 Millionen Anhänger. Und der Islam 1,6 Milliarden Anhänger. Aber Christentum 2,3 circa. Deshalb ist das die größte. Das schreibt ja null schwierig, aber sieht ja anders aus. Da haben wir fast die Hälfte verloren. Bam! Ja, aber Rettungsring könnt ihr benutzen. Jetzt kommt die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring benutzen wollt, liebe Leute. Oder könnt. Und da gab es ja den Tipp im Push, das solltet ihr können. Schlangen sind Säugetiere. Ist das richtig oder ist das falsch? Und es gibt ja spezifische Eigenschaften, die man als Säugetier haben muss. Und wir haben das auch ein bisschen diskutiert, Winston. Ne? Man muss die Körpertemperatur auf einer gleichen... Genau, teilweise das und dass man als Säugetier normalerweise auch keine Eier legt. Nee, genau, richtig. Und deshalb, Schlangen sind Reptilien, deshalb ist die Aussage falsch. Und das wussten auch 8700, 2005 haben den Rettungsring genommen. Easy. Clever. Frage 8, ihr wisst ja, jetzt könnt ihr den Rettungsring nicht mehr benutzen. Das heißt, ihr müsst euch doch mehr konzentrieren. Die Fragen werden noch schwieriger, von daher... Ich drücke euch weiterhin die Daumen, viel Glück. Brasilien ist das einzige Land in Südamerika, das Portugiesisch als offizielle Sprache hat. Ist das richtig oder ist das falsch? Und Südamerika ist natürlich ein sehr spezieller Kontinent. Es gibt 4 offizielle Sprachen, es gibt natürlich noch mehr Untersprachen, aber 4 offizielle Sprachen, das sind das Spanisch, Englisch, Holländisch und Portugiesisch. Aber Portugiesisch wird nur in einem Land gesprochen, das ist Brasilien. Deshalb ist die Aussage richtig. Da haben wir auch einige verloren. Aber knapp 5.900 gehen mit uns in die letzten 4 Fragen. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr euch da auskennt. Frage Nummer 9. Ein Yard ist länger als ein Meter. Ist das richtig oder ist das falsch? Und da muss man so ein bisschen querdenken, weil man vergisst das manchmal. Winston, wie lang ist denn ein Yard überhaupt? Ein Yard ist circa 0,9144 Meter. Also ist das kleiner als Meter, deshalb ist die Aussage falsch. 3.231 Leute gehen mit uns in den letzten 3 Fragen. Ich habe euch gesagt, es wird schwieriger. Frage 10, die kommt hier.
Es gibt über 2000 Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Ist das richtig oder ist das falsch? Fußballwissen, das schreibt einer. Ja, Fußballwissen, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich hab hier die Anzahl vom Juni 2021, das war das letzte Mal, wo ich das genau wissen konnte. Und da gab es 2696 Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Deshalb ist die Aussage richtig. 1977 sind noch dabei in den letzten beiden Fragen. Es wird spannend. Ja, es wird wirklich spannend. Aber ich bin gespannt, ob ihr das wisst. Aussage 11. Michael Jackson und Nicolas Cage waren mit derselben Frau verheiratet. Ist das richtig oder falsch? Schreibt einer, gib mir Money. Ja, da musst du hier richtig antworten. Michael Jackson war mit der Dame von 1994 bis 1996 verheiratet und Nicolas Cage war mit der Dame von 2002 bis 2004 verheiratet. Und wer ist das, Winston? Miss Lisa Marie Presley. Richtige Aussage. Und das wussten wie viele? 1000 Leute. Wow, viele. Und ihr gebt uns in die letzte Frage. Frage 12. Eieiei. Südafrikas Flagge hat 7 verschiedene Farben. Ist das richtig oder ist das falsch? Und der Winston ist so lieb und zeigt uns mal kurz die Flagge. Kann man nachschauen. Und da seht ihr es. Rot, Weiß, Grün, Schwarz, Gelb, Blau. Rechne mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also ist diese Aussage falsch. 501 Leute. Klasse Arbeit. Guck mal, was es denn gibt schon mal. Fast 50 Cent. Nicht verkehrt. Und wir gucken uns auch mal ein paar Gewinner an, finde ich. Wer hat denn gewonnen? Zeigen wir sie. Und zwar haben wir Little Miss Brainy, Toni Teek, Zimtzicke 0912, Lalupsiland, Ella 405, Siggi Diggi, German Quizmaster, Tönchen 281, Torres 9 und Burage. Herzlichen Glückwunsch. Klickt gerne auf unseren Instagram-Link, folgt uns da. Und vielen, vielen Dank für die tolle Show, Winston. Hat tierisch Spaß gemacht. Macht immer Spaß mit dir, Jan. Wirklich. Hat super Spaß gemacht. Bleibt gesund, passt auf euch auf, liebe Leute. Ciao, Leute. Schade, die letzte Frage hat mich rausgeschmissen. Ich wusste, dass es ungefähr so viele Farben sind, aber gut, 6, 7, 8. Das kann man ja recht schnell verwechseln, mehr oder weniger. Das ist natürlich ärgerlich. Na gut, dann beglückwünsche ich euch mal, dass ihr die 50 Cent dort geschafft habt. Ja, ich habe gedacht, ich komme mal wieder durch, aber war ja dann doch nicht so. Ja, ich habe schon wieder 2 Rettungsringe verschwendet, das ist natürlich auch ärgerlich. Aber gerade bei richtig oder falsch musst du auch teilweise, ich sag mal, gut raten können. Ja, doch, etwas ärgerlich auf jeden Fall. So, und morgen haben wir dann die erste Show mit Lucy. Mal gucken, was das so wird. Ist sicherlich auch was Aufregendes, wenn du das dann wirklich das erste Mal machst. Und gut, jetzt so 1000 Euro hören sich ja immer viel an, aber ich sag mal, wenn da wenigstens 300 Mann gewinnen, da hast du natürlich dann auch nicht mehr so viel von dann. Ich glaube, das meiste, was ich mal gesehen hatte, waren, ich glaube, über 2000 Leute, die dort irgendeinen Pott gewonnen hatten. Da sind natürlich dann für den Einzelnen nicht wirklich viel Münzen oder viele Euro übrig geblieben dann. Aber wir spielen ja nicht wegen des Preisgeldes, sondern weil es ja unser Ding ist, ist ja durchaus auch mal nicht schlecht. Vor allen Dingen, du lernst ja auch ein bisschen was dabei. Man hofft ja immer noch, dass man sich das dann entsprechend merkt.
einiges kommt vielleicht noch mal vor, irgendwie innerhalb der App oder so. Aber gut, alles bleibt dann doch nicht hängen. Na gut, dann würde ich sagen, bis morgen und dann schauen wir mal, was da so abgeht dann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.